Gespräch mit Bobby Reiniger und mit David Hollwitz, wo wir ein paar Sachen zur neuen Saison abfragen wollen und wo wir auch nochmal die alte Saison ein bisschen Revue passieren lassen. Als erstes wäre die Frage jetzt erstmal, wie ihr grundsätzlich mit dem Abschneiden in der letzten Serie zufrieden gewesen seid. Hätten wir besser sein können? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder wie seht ihr das? Also, ich fange nochmal an. Ich bin sehr zufrieden mit der letzten Saison. Ich glaube, zu Hause waren wir die beste Mannschaft, also das beste Heimteam. Auswärts gibt es immer noch ein paar mehr Wünsche zu holen, da müssen wir ein bisschen anders arbeiten. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, es war unsere beste Saison. Es war bis jetzt eure beste, die ihr in der Oberliga gespielt habt, jedenfalls von Punkten. Ja. Also gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Also sehr zufrieden. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, sind wir. Gleich nichts hinzufügen. Okay, alles klar. Dann, wie siehst du, du warst ja bekanntlich auch dabei, das erste Vorbereitungsspiel in Fürstenwalde gestern. Ja, also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, dass wir erst auch eine Woche im Training sind, haben wir einen guten Eindruck gemacht. Also sowohl im Fitnessbereich als auch spielerisch schon, sieht schon sehr gut aus und auch noch relativ eingespielt. Wir haben nicht so viele Neuzugänge, von daher ist das vielleicht auch ein Tick einfacher. Aber ich kann sagen, das ist ein gutes Gefühl war und freuen uns auf die nächsten Wochen natürlich. Du noch eine Meinung dazu, oder? Ja, ich kann mich eigentlich fast nur anschließen. Ich muss auch sagen, erstaunlich weit habe ich das Gefühl, waren wir schon. Ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Hoffentlich genauso. Und wir haben jetzt relativ, habt ihr ja schon angesprochen, relativ wenig Neuzugänge. Wie empfindet ihr die Mannschaft? Hat sie sich verstärkt? Ist sie gleich geblieben? Wie schätzt ihr das ein? Ja. Gleich geblieben ist er in jedem Fall ja schon mal nicht. Drei Neuzugänge, genau, mit zwei etwas jüngeren Spielern. Justin Moritz und Paube als erfahrener Spieler, der natürlich nochmal eine unheimliche Qualität reinbringt. Daher aus unserer Sicht auch kein Neuzugang mehr erfolgen muss. Mein Eindruck ist, dass wir dadurch, dass es wenig Neuzugänge sind und auch mit Paube, der schon mal hier war, ein sehr homogenes Team sind. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir von der ganzen Art und Weise dieses Jahr nochmal eine Schippe draufpacken werden. Ich denke auch, dass wir einfach die Personalie Mike Hovitz, dass wir uns da, würde ich sagen, noch einen Ticken verbessert haben und ja, uns allgemein verbessert haben. Gut, ihr habt es ja schon angesprochen, wie sieht denn die Aussichten für die kommende Saison? Ich meine, wir sind letztes Jahr Dritter geworden, so viel Platz nach oben ist ja nun nicht mehr. Wie seht ihr dazu? Ja, schwer zu sagen. Man bekommt ja schon einige Sachen von außen so mit, wie es jetzt weitergehen soll und ob es nicht eigentlich mal Zeit ist, dass wir dran sind. Aber man muss auch ehrlich sein, wir sind alle arbeiten im Team oder studieren. Wenn man dann andere Mannschaften sieht, wie zum Beispiel TB oder Blau-Weiß 90, wenn man da so hört, wer da kommt und wie die trainieren, ist es schon noch ein Ticken anders als bei uns. Und wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen, klar, auf jeden Fall. So wären wir Erster. Aber es ist natürlich mit unseren Bedingungen schwer und wir werden mal sehen, was kommt. Ja, also ich bin jetzt glaube ich im achten Jahr hier. Wir haben jedes Jahr immer eine bessere Punktzahl als im letzten Jahr erreicht. Deswegen vielleicht werde ich noch ein paar Jahre Spiele, dann schaffen wir die Maximalpunktzahl und dann steigen wir automatisch vielleicht mal auf, aber ich kann der Holle auch nur zustimmen. Also das ist schon dann da die richtige Einschätzung. Gut, ihr habt es ja mehr wie ja schon angesprochen, aus eurer Sicht Titelfavoriten TB und Blau-Weiß. Ja, gut, die anderen noch gerne. Ja. Ja, hat er schon gesagt. Also sehe ich genauso. Ja, Zehnhoff ist natürlich auch immer irgendwie mit dabei. Aber TB sehe ich persönlich ganz oben aufgrund der Bedingungen, die Spieler, die sie haben. Alles drin. Warum? Ich würde jetzt vielleicht nur eine Strelitz dazu zählen als Absteiger aus der Regionalliga. So die Mannschaften werden es, denke ich. Gut. Abschließend, freie Wahl, was wollt ihr einfach mal den Fans, den Zuschauern jetzt hier auf YouTube einfach mal sagen? Also ich will mich natürlich erstmal für die vergangene Saison nochmal bedanken, auch mit dem schönen Saisonabschluss, mit der Trikotversteigerung, das war nochmal eine schöne Sache. Freue mich auch schon auf den Abschluss dieser Saison mit den Fans wieder und natürlich über das ganze Jahr hoffe ich, dass alle wieder so zahlreich erscheinen, alle mitbringen, die sie kennen und für 47 auch begeistern können und
hoffe einfach weiterhin auf so eine tolle Unterstützung, heim wie auswärts. Ja, schließe ich mich Bobby an, bringt alle Leute her. Ich glaube, wir sind eine coole Truppe, spielen ganz guten Fußball und dann wird das. Okay, alles klar. Dann herzlichen Dank an euch beide. Sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auf die neue Saison 18-19. Genau. Danke.